Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir haben ja schon mal vor ein paar Wochen oder sogar schon Monaten, die Zeit rennt ja momentan immer so schnell, auf einen Hamster reagiert, der aus einem Gefängnis ausbricht. Aber heute haben wir einen Hamster, der aus einem Minecraft-Gefängnis ausbricht, wo überall so Minecraft-Sachen verteilt sind. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr heftig gemacht. Lasst deswegen auf jeden Fall mal gern ein Like und ein Abo da, wenn ihr noch mehr sehen wollt, Freunde. Ich würde sagen, wir gehen rein hier in das Video. Es wird, seht ihr schon, sehr, sehr spannend, ja? Holy moly, Freunde. Guck mal hier auch sogar. Was sind das alles für Teile für den kleinen Hamster, Freunde? Für den, guck mal hier. Oh mein Gott, er haut Steve vom Bett. Er haut Steve einfach vom Bett und muss jetzt probieren, seiner Zelle zu entkommen. Seht ihr schon? Er findet hier auf jeden Fall den Weg durch die Toilette vielleicht. Ah, doch nicht. Oh. Oha. Okay. Freunde, er hat hier auf jeden Fall gerade schon mal einen Weg nach draußen gefunden. Mal gucken. Und der Hamster muss im Endeffekt jetzt hier vorsichtig über diese ganzen Sticky-Sachen darüber, beziehungsweise Pistons waren das, glaube ich, ne? So, hier einmal unten durch, oben durch. Ja, ist er da richtig? Ist das die Frage? Ich bin mir ja gerade noch nicht so sicher, Freunde, ob der gerade... Oh, oh Gott, da liegt TNT, ne? Oh Gott, da liegt TNT, Freunde. Er muss auf jeden Fall aufpassen. Hier durchs Feld durch, durchs Bällebad, ja. Hat er auf jeden Fall auch durchgeschafft. Na, mal gucken. Was ist da? Ganz normal Steinroh. Achtung, die sind scharf. Die sind scharf, muss aufpassen. Deswegen quetsche ich durch. Sehr, sehr gut. Guck mal hier. Durchgequetscht, Freunde. Hier sind sogar Fackeln. Ha, einfach Minecraft-Fackeln daneben. Ne? Hier nochmal ganz kurz über eine Treppe rüber. Und jetzt... Ah, vorsichtig. Bloß nicht zwischen... Ah, genau das sollte nicht passieren. Auf die Sachen drauf fallen. So... Und dann, jawohl. Und, ah, das ist Steve. Okay, hier ist ganz normaler Steve. Und, oh, oh ja, muss er da lang, ist jetzt gerade die Frage. Oh, er hat Steve umgehauen, Leute. Er hat einfach Steve umgehauen. Der arme Steve. So, mal gucken. Er sucht sich auf jeden Fall gerade einen guten Weg. Er guckt gerade sogar schon über die Wände rüber. Und, jawohl. Okay. Bisschen buddeln oder was? Bisschen im Sand spielen? Findest du da irgendwas? Musst du da lang? Musst du dir den Weg... Oh! Habt ihr das gesehen? Musst du dir den Weg frei graben? Oder was hast du errochen, hä? Stevie? Was hast du errochen? Ich glaube, du musst doch hinten rüberklettern, oder nicht? Ja, genau. Er muss nur rüberklettern. Okay, hier ganz kurz so ein kleines Minecraft-Boot und lol. Ein Glastunnel mit dem Creeper. Pass bloß auf, bitte. Nicht das TNT ordentlich berühren, sonst... Gehst nachher noch in die Luft, Leute. So, jawohl. Gut durchgeschlängelt und hier wieder schon durch den Tunnel durch. Es wird sehr, sehr spannend, Leute. Schafft das der Hamster oder schafft er es nicht, ist jetzt gerade die Frage. Komm schon, du musst den richtigen Weg finden, ja? Du musst auf jeden Fall irgendwie gucken, dass du jetzt dich nicht an diesen scharfen Steinkanten da schneidest. Aber er sucht gerade, Leute. Er sucht gerade und ich glaube, er wird jetzt hier... Oh ja, oh ja. Oh ja, okay, okay. Und auch nochmal hier durch. Perfekt, auf jeden Fall. Okay. Und hoch mit ihm. Und wieder runter. Und jetzt muss er hier gucken, ne? Er muss das schauen. Oh, oh, vorsichtig, ja. Vorsichtig, kleiner Hamster. Du musst jetzt gucken, dass du rüberkommst, ne? Ja. Er hat es auf jeden Fall rüber geschafft, Freunde. Er hat es rüber geschafft. Sehr, sehr gut. Und jetzt muss er hier auch schon wieder schauen, dass er... Hier gut durch. Und oh, pass auf die Sägeblätter auf. Ah, die sind scharf. Oh, er macht die einfach kaputt, Leute. Er zerbeißt die einfach, ja. Oha, er ist ja voll aggressiv. Er zerbeißt die einfach. Oh, okay, an den Sägeblättern vorbei. Auch hier aufpassen. Pass bloß auf, dass dich keiner berührt, ja. Pass bloß auf. Oh Gott. Okay, sehr, sehr gut. Oh, pass bloß auf. Ey, Hand immer aufpassen. Oh Gott, der arme Hamster, Freunde. Und jetzt auf jeden Fall auch hier jetzt durch. Sehr, sehr gut. Da muss er, glaube ich, gucken, dass er hier rüberkommt, ne? Das sind so verschiedene Kugeln. Und ich glaube, die darf er auch nicht berühren. Weil ich glaube, wenn er die Kugeln berührt, dann ist vorbei. Oh! Oh! Dann ist vorbei. Ah. Okay, wo schlängelt er sie? Oh, schnell durchgeschlängelt. Sehr, sehr gut. Ah, das ist auch alles krass gebaut, ne? Das ist halt echt alles so krass gebaut. Guck mal hier, so ein kleiner Kistentunnel. Lol. So, hier mal ganz kurz wieder durchgehen. Komm, das schaffst du, ich glaube an dich. Ja, guck rüber. Ah, ah, ah.
Und komm schon, ab nach unten mit dir, ne? Ja, oder? Ja, oh. Ab nach unten, denkt er sich gerade, Freunde. Und ich glaube, na, schafft er den Sprung? Er schafft den Sprung. Auch mit einem kleinen Problem, aber er hat auf jeden Fall gemeistert. Und er muss noch, oh Gott, lol. Hey, wie viele Kugeln sind denn hier bitte schön am Start, Leute? Was denn das bitte schön? Ach, da muss er durch. Lol. Nee. Das war, glaube ich, falsch, ne? Er muss hier nämlich weiter, okay. Er muss also da weiter. Hier auf jeden Fall auch ganz vorsichtig durch das Ding hier durchgehen, Leute. Oh Gott. Oh, vorsichtig. Bloß nicht aufgespießt werden von den Zahnstochern. Das wäre echt ungünstig, aber auch gemeistert, Leute. Das ist ein schlauer Hamster. Guck mal hier, wie er runterfährt. So, hier weiter geht's jetzt auch. Perfekt. Und jetzt muss er über die... Oh, jetzt muss er über die Brücke rüber, Leute. Oh, komm schon. Oh, nicht durchfallen. Und jetzt hier der nächste. Genau, der nächste Tunnel. Ab mit dir nach unten, okay? Geh nach unten. Oh, es ist jetzt sogar schon, er ist jetzt schon im Never gelandet, Leute. Oder auf jeden Fall an einer sehr heißen Stelle jetzt gerade, wo halt durchgehend Feuer ist. Und schafft das über die Brücke. Oh, oh Gott. Oh nein, nicht nach unten. Okay, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier sind auch so Spikes. Musst du auch aufpassen. Hier kurz Slalom dribbeln. Sehr, sehr gut, Leute. Und dann, Achtung, du musst das richtige Loch auswählen, ne? Nein, das Loch hat einen Creeper. Geh zurück. Geh wieder nach oben. Das ist, glaube ich, das falsche Loch, oder nicht? Nein. Oh. Schnell weg mit dir, sonst explodiert unter Creeper. Du musst ganz schnell weg, Mr. Hamster. Nein, es ist nicht gut. Nicht den Creeper anschnüffeln. Und auch nicht die Spinnennetze unten. Hä, was ist denn da jetzt? Ach, der macht sich erst so ein bisschen sauber. Ach so, okay. Und dann geht er wieder ins nächste Loch rein, Freunde. Dann ist das in der Mitte auf jeden Fall gleich auch nochmal falsch. Genau. Er muss das nämlich dahin, wo der Käse ist. Er hat jetzt eine richtig, richtig dicke Belohnung bekommen. Ne? Hier seht ihr schon. Geht jetzt aber trotzdem in das Loch rein. Warum? Warum geht er jetzt in das Loch rein? Das ist doch falsch, oder nicht? Er muss doch dahin, wo der Käse ist. Mr. Hamster, du bist im falschen Loch. Genau, kletter wieder hoch. Kletter wieder raus. Das war auch falsch. Ab in das Loch jetzt hier. Jawohl, komm. Und... ja, macht erstmal ein bisschen sauber hier wieder. Genau, ein bisschen sauber machen. Sehr, sehr wichtig, bevor man zum Käse geht, ja. Und jetzt ab zum Käse. Oh yeah, was eine dicke Belohnung. Dafür, dass er den ganzen Minecraft-Parcours bestanden hat und das sogar ohne Probleme, Freunde. Also er ist nicht einmal irgendwie runtergefallen oder sowas. Deswegen hat der Dumpster auf jeden Fall auch geschafft, den ganzen Minecraft-Parcours zu besiegen, Freunde. Wenn es euch gefallen hat und ihr von sowas mehr sehen möchtet, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da und schickt eins nochmal ein Video aus. Einfach draufklicken und wir sehen uns morgen wieder. Haut rein. Ciao, ciao.